Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Cardigan und Thüringen. Wir sind jetzt bei und ernten Gerste und Weizenfelder ab, jeweils Feld Nummer 12 am Hof und Feld Nummer 49 etwas weiter weg am Hof. Da haben wir aber einen LKW, der Überführungskurs fährt, der aktuell unterwegs ist. Mit bisschen Glück werden wir den auch sehen, wie er hier uns von hinten, na, überholt oder nicht, aber drängeln, obwohl wir haben eigentlich genug Vorsprung. Wir wollen ganz kurz hier ein Fahrzeug unterstützen, weil der eine möchte unbedingt auf dem gewissen Punkt fahren und der andere sagt, er will abgeladen werden. Und nun stehen sie. Ungünstig. Den machen wir gleich leer, das ist nämlich der erste. Das nehmen wir vorher. Denn hier kommt bald der LKW. Laut Karte. Noch nicht zu sehen. So, der erste Mal auch leer. Jetzt können wir gleich den Drescher leer machen, den ersten. Dann kann der zweite auch losfahren und dann kann der andere seine Position einfahren, die er eigentlich haben möchte. Komischerweise. Fantastic, 4 Stecken Verkehr fest. Ah, das kann sein, dass der, ne, da wo der Kalkschreiber steht. Das müssen wir auch noch gleich machen, den Kalkstreuer entsprechend. Das ist mir ein bisschen so, was mich ärgert. Zum Glück geht er leer. Dass er weiterfahren kann. Blocking, 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 das ist ja richtig interessant, ne? Aber gleich geht weiter. Wenn der erste fährt, kann das weiter auffahren. Den machen wir gleich wieder leer, einen Überladungskurs. Oder auch nicht. Das ist das Komische mit diesem Fahrzeug da. Hohe Verbandfahrt fahren, naja gut. Dann wäre er vielleicht auch hintergefahren, aber gut. Vielleicht. Man weiß es nicht. Da ist unser Gerstefahrzeug. Wo ich sagte. So, nach und nach gehen wir in eine Reihe. Auch hier werden wir Gas reinhauen. Wenn die Ballons in den Tüppel rollen. Das glaube ich eher nicht. Sind wir das zurück? War zu weit. Und schauen wir dann gleich nach unseren. Und das hier aus hat auch erledigt, wie es aussieht. Wir werden danach arbeiten gleich. Sobald der leer ist, können wir ein bisschen zurückfahren. Obwohl, dann können wir nicht, brauchen wir nicht machen, das steht ja eh in Richtung. So. Entlassen. Und gleich nacharbeiten durchführen. Aber erst, wenn wir den Kalkstreuer starten. Um den werden wir uns gleich kümmern. Damit der arbeiten kann. So, das Überführungskurs. Den haben wir gespeichert. Löschen wir gleich wieder.
Dann laden wir. Ich hatte 160 gemacht. Das mache ich jetzt immer so. Feld 60 immer als erstes, dann können wir entsprechend gleich. Und dann werden wir gleich ergänzen dazu. Am weiteren Kurs, Überführung. Feld 60, Überführung, habe ich auch geschrieben, glaube ich. So. Ergänzen. Das ist normal. So, da wird hier Kalk reinkommt. Und hier machen wir gleich die Nacharbeiten. Das können wir auch machen, obwohl schon Kalk ist. So. Na, das geht so nicht. Das war eben ein Schuss in den Ofen. So, normal. Löschen. Nehmen wir erst den Kurs Kalkenfeld 60. Komisch. Wird da eingefahren. Ein bisschen komisch eingeschaut, ne? Dann nur noch einen Kurs anschließen. Gut, dann machen wir nachher, wenn er steht. So. Wachstum gepflanzt. Angenommen, wird gepflanzt, das ist schlecht. Durch Kalk. Zeigt er nicht an. Na doch. Am Rand. Das kann sein, dass nicht wirkt. Ja. Machen wir es jetzt schwierig, ne?
Den anderen würde ich hinterherfahren lassen. Den Dünger. Und zwar erstmal die Außenansicht machen. Ersten Wegpunkt. Soll ja außen fahren, ne? Die äußeren Bahnen noch nacharbeiten, komplett um ruhig herum. Gut, das macht erstmal. Der wäre jetzt ruhig. Müssen wir den nacharbeiten. So, den mal stoppen wir ganz kurz. Da ergänzen wir noch mal den nächsten Kurs. Junge, erstmal Kalk streuen, ne? Und dann können wir den Kalk holen. So. Der hätte auch gleich selbst machen können, ne? Guck mal da einen hinter gelben Helm. Ein bisschen stressig. Sonst geht das. Der Captain Cosplay. Der ist voll. So, stellen wir gleich wieder ein. Das ist nicht voll. Überwachen. Kann ich nicht entscheiden, ich muss ein Gas geben. Geht halt auf und Gas geben, wa? Hier mal längerfristig was anderes probieren. Mit so einem kleinen Hänger. Einzeln. So ungefähr
30.000 bis 40.000 Liter reingehen. Denn hier ist ja jetzt allgemein gefährlich, weil er ohne Rückzieher auf Verluste einstellen, leer fahren. Nicht mehr eingestellt. Auto, Auto, Auto. Einigen müsste vorbeifahren. Na, eigentlich. Muss ich mal kurz schauen. Und dann leicht zurückfahren. Und beizen dann wieder voll. Na, Sonnenblume wird weniger stressig, da kommt nicht so viel runter. Zurück. Da haben wir schön nacharbeiten. Ich hoffe, dass der Kalk entsprechend mehr wirkt. Nicht nur, dass er nur auf den Bereich wirkt, wo wir noch Frucht hatten, wäre natürlich blöd. Also viel Arbeit müssen wir ja nicht, das geht ja einigermaßen. Wenn man nicht das entsprechend anfangs aufgepasst hätten. Die Ecke ist nicht so tragisch, das machen wir nicht so wichtig. Mit dieser in der Mitte das wegbekommen. Schnell zur nächsten Ecke fahren. Hier ist ein Gras schon zu sehen. Aber mein Kalken ist nicht ganz so sicher, ob alles klappt. Das wäre ärgerlich. Auf die Ecke lassen wir aufstehen. Oder? Nein, nehmen wir weg. Und beim nächsten Mal wächst der Gras. Das passt eigentlich ganz gut. Die Mittelpunkte, das ist egal. Hier einer voll. Und ihr wollt das Feld hier fertig kriegen. Ganz gut hinbekommen. Ein Stück noch hier, eine kleine Ecke.
zusammenklappen. Und außer Schuss aufstellen. Wo will er denn hin? Das ist ein Bergsteiger. Jetzt will er da kalken oder was? Aber mit Kalksteuer, da haben wir immer Probleme gehabt, das ja immer. Das fällt mir jetzt zum nächsten, zum zweiten Mal auf. Also wir hatten, bevor lange Zeit schon mal vorher, Gasprobleme mit Kalksteuer. Schauen wir hier, ob das Kalk noch Gewicht hat hier. Ja, bis da hat er gekalkt. Ja, gut, dann wollen wir neues holen. Dann müssen wir die Ernte fertig kriegen. Das kann dann also schwer sein. Wir können auch nicht sehen, wo es aufgehört hat. Das ist das einzige Problem. Weil ich kann es auch nicht sehen. Hier ist eine Spur jedenfalls, das ist gut. So, dann fahr los und mach dir wieder voll. Kann nicht so schwer sein. Überallerweise sein, geht doch auch nicht. So, wenn der jetzt fährt, dann können wir gleich mit dem anderen kümmern, um den Weizenfutzi. Gut. Hoffen wir mal, dass gut ist. Leer hat er gemacht, aber oh, jetzt ist blöd. Das ist in der Frucht. Das ist gerade wahr. Der ist immer alleine. Klappt das noch nicht richtig. Verbandmäßig ist noch ungünstig. Oder ich muss halt an die Aktivierung der Frucht fahren. Stumpen wir noch gefräsen, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Wo die Karte vom Winden auch kommt, das wird ja noch nicht mehr. Ja, das ist die nächste Frage, ne? Lohnt sich das noch mit Gras aussehen? Das lohnt sich schon noch. Denk mal, so schnell ist es auch nicht fertig. Wenn ich habe Pech gehabt, ne? So, liebe Freunde, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen auf Wiedersehen. Dann sagt mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.